Hallo Andreas. Hallo Jörg. Heute melden wir uns als Ostthüringer Zeitung bei Rabel und Ribatsch ausnahmsweise mal aus dem Off. Du meinst wohl eher aus dem Trockenen. Ja, bei strömenden Regen fanden wir es im Studio besser. Studio, naja, du meinst wohl eher aus dem Büro. Ja, schon gut. Jedenfalls trocken. Andreas, was hast du uns denn eigentlich heute für ein schönes Auto mitgebracht? Heute habe ich einen Mazda MX-30, einen Stromer. Ja, also gut. Ganz im Trend. Ganz im Trend. Du bist mir selbst aber auch ein ganz schöner Stromer. Was ist denn das Besondere an dem Mazda? Nun ja, hier fallen die gegenläufig öffnenden Türen auf und das Konzept, mit einem kleinen Akku Gewicht zu sparen und die Kosten niedriger zu halten. Das klingt aber irgendwie auch nach geringerer Reichweite. In der Tat, aber lass uns trotzdem mal die Details des Mazda erkunden. Machen wir. Aber wollen wir vorher noch ein Geheimnis verraten? Du meinst das Geheimnis Antonia Wojciechowski? Genau, die Frau hinter den Kulissen. Die dafür sorgt, dass aus unserem Gestammel noch was wird. Genau die, unsere Kollegin Antonia. Vielen Dank, lieber Antonia. So, Andreas, jetzt aber ab ans Auto. Auf geht's. Andreas, wir haben ja versprochen, wir wollen die Funktion der Türen zeigen. Genau. Dann leg mal los, bitte. Ja, also vorweg, auch nach langer Fahrt sollte man sich die Gedanken zusammennehmen und die Jacke, die man vielleicht auf die Rücksitzbank gelegt hat, kann man nicht einfach so wieder herausnehmen. Also immer erst die Fahrertür öffnen, dann die hintere Tür, B-Säule fehlt ganz, um dann deine Jacke zu nehmen oder den Einstieg zu realisieren. Dafür gibt es auch ein Knöpfchen, mit dem ich nicht den Fahrer bei der Fahrt ärgern sollte, aber ich die Chance habe, einigermaßen problemlos nach hinten zu kommen. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Ja, also hier sind zwei Knöpfe. Da kann ich den Sitz vor- und zurückfahren, um besser hineinzukommen. Natürlich kann ich den Fahrer auch während der Fahrt ärgern, aber das empfiehlt sich natürlich nicht. Also Sitz nach vorn, Platz nehmen und den Sitz wieder in die ursprüngliche Position bringen. Und aufpassen, dass man mit dem Kopf nicht anstößt. Mit dem Kopf, ja. Und was man sieht, dass man nicht viel sieht. Die coupéhafte Linie schränkt natürlich die Sichtverhältnisse ein, nach hinten sowieso. Auch nach hinten, ja. Und hier haben wir eher Gucklöcher als Heckfenster. So, Andreas, das Wetter wird hier auch nicht mehr besser heute. Lass uns mal schnell in den Kofferraum reinkriechen. Machen wir. Also es ist zwar ein Elektroauto, aber die Heckklappe öffnet mechanisch. Wahrscheinlich müssen die Strom sparen. Funktioniert aber alles. Die Sitze lassen sich umklappen, kann den Laderaum erweitern. Hier habe ich eine Tasche für verschiedenste Kabel zum Laden, Haushaltssteckdose, öffentliche Ladesäule, Schnelllader. Alles da, gut verpackt, passt. Und aufgeräumt. Genau. So, Andreas, den aufgeräumten Kofferraum haben wir schon gesehen. Hier innen im Cockpit sieht es aber auch sehr ordentlich aus. Ja, hat Mazda gut gemacht, finde ich. Zwei Displays, lässt sich alles bedienen. Zusätzlich noch mit Drücken und Regeln. Prima gemacht. Die wesentlichen Instrumente sind hier. Im Moment haben wir eine Ladekapazität von 44%. Würden damit noch 68 Kilometer rein elektrisch vom Fleck kommen. Und links in der Tube sehe ich schön den blauen Bereich. Das ist gut, wenn man die Batterie wieder ein bisschen Energie zurückführen kann durch Rekuperation. Und das Material im Innenraum hier, dieses Beige? Ja, das ist auch wieder ein Rückgriff oder eine Rückblende auf Mazdas Vergangenheit. Vor 100 Jahren hat die Firma Mazda mit Korkherstellung angefangen und erinnert daran. Nette Idee, finde ich. Die einen waren Gummistiefelhersteller und haben Handys gemacht und die anderen haben Kork hergestellt und bauen heute Autos. Genau so. Also einer von uns beiden ist nicht angeschnallt, da müssen wir mal überprüfen. Uiuiui. Wer wird denn das sein? Für ein Fazit ist es noch etwas früh, Andreas. Wir müssten aber noch mal aufklären, was ist eigentlich das Besondere am Stromkonzept bei diesem Auto hier, bei diesem Mazda? Ja, also Mazda will erfahren haben, dass die meisten Kunden täglich 30 bis 40 Kilometer, eine Fahrstrecke von 30 bis 40 Kilometer zurücklegen. Und passend dazu
hat Mazda den Akku verbaut. Also viel kleiner als viele andere, wiegt nur 310 Kilogramm, ist natürlich in der Herstellung günstiger, leichter und verhagelt auch die CO2-Bilanz nicht so. Und die Reichweite ist natürlich dann eingeschränkt. 260 Kilometer theoretisch, ich würde sagen, mit 200 Kilometern ist man dabei. Und wenn ich Pendler bin, gehe auch nach Jena fahren zurück, dann schaffe ich das bequem. Und wenn am Büro oder am Betrieb eine Ladestelle ist, dann komme ich damit gut über die Runden. Denn eins ist klar, bei dem Elektroauto muss ich meine Fahrten schon sehr genau planen. Gut, dann sind wir ja schon mitten im Fazit. Sehr aufwendiges Konzept. Ein Zoe, also der Renault Zoe mit mehr Reichweite, ist günstiger. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, Zoe ist günstiger sicherlich, aber der Mazda steht mit abzüglich aller Vergünstigungen und Förderungen mit 23.600 Euro in der Liste. Ist kein schlechter Preis und ich bekomme halt ein wirklich besonderes Auto. Optisch gesehen, Innenraum ist wirklich schick gemacht und mit umgerechnet 107 PS bin ich gut dabei und komme vom Fleck, kann mehr als mitschwimmen. Also, mir gefällt das Fahrzeug, ob man dann natürlich auf Dauer damit gut fährt, das muss man sehen. Für mich als Vielfahrer wäre es natürlich nichts, aber im Nahverkehr sicherlich eine Alternative. Das Öko-Innenraumkonzept finde ich auch gar nicht so schlecht. Man versucht halt hier einen eigenen Weg zu gehen. Und die Türen, die Öffnung der Türen ist ja auch etwas Besonderes. Man kann sich sehr schnell dran gewöhnen, funktioniert auch selbsterklärend. Ich bin gespannt, wie sich das Auto auf dem deutschen Markt durchsetzen wird. Ja. Tschüss, Andreas. Gute Fahrt.